Das goldene Gipfelkreuz an der Zugspitze ist wieder vollständig und erstrahlt in vollem Glanz. Weihnachten 2023 ist bei einem Sturm ein Zacken aus dem Kranz gebrochen. Heute haben Experten das fehlende Stück frisch vergoldet wieder angebracht. Das Gehör jetzt einfach wieder hergerichtet. Das ist ja im Schneesturm ist das abgebrochen. Wir haben es nach Gott sei Dank im Januar wieder gefunden und war jetzt beim Restaurieren. Und wir werden jetzt das wieder anbringen, sodass das wieder im vollen Glanz erstrahlt. Die Herausforderung heute, der starke Wind in knapp 3000 Metern Höhe. Mit extra gelegten Seilen montieren Andreas Pongratz und die Kunstschmiedin Andrea Würzinger das fehlende Stück. Aber wie kann so ein Zacken aus Gold überhaupt abbrechen? Der Grund, das Wetter da oben. Diese extremen Verhältnisse machen einfach irgendwann einmal das Material ein bisschen brüchig. Und genau da, wo es gerissen ist, das flattert immer so ganz fein. Und dann gibt es Haarrisse und dann reißt es. Das ist einfach die Gang oder die Zeit, die das ja, mit sich bringt nach 30 Jahren. Übrigens, auch die Touristen, die sich mit Aufklebern am Gipfelkreuz verewigen, schaden dem Blattgold. Jetzt strahlt das Kreuz erstmal wieder im Sonnenschein. Und für Touris gilt, vielleicht doch lieber ein schönes Foto machen, statt Aufkleber zu benutzen.